8 mal Schaden macht er. Okay. Ich möchte was discarden. Ich möchte Backflip, Poison Step und Defend spielen. Nächste Runde ist automatisch tot. Gift killt ihn. Ja, bist da. Das war ich. Risen Einzel-P habe ich gemacht. 20 Gold, eine Weak Potion? Nein. Ah. Infinite Blades. Das ist eine Power. At the start of your turn, add a shift to your hand. Scheiße. Das ist beides super gut. Noxious Fumes und Infinite Blades. Ein Schiff macht halt immer 4 Schaden. Und du kriegst jede Runde ein Schiff. Umsonst. Aber das ist zu gut. Mehr Poison. Fragezeichen oder ein Kampf? Lass mal Fragezeichen machen. Oh cool, wir kriegen alle Curse-Skin von unserem Deck weg. Cool. Wine Fountain. Ich hab noch ein bisschen wenig HP. Was ist das für ein Ding? Malleable. On taking damage gains... Block. Block Gain increases a malleable its triggered. Resets to 3 at the start of your turn. Das heißt, ich kriege immer mehr Damage. Okay. Mal sehen. Footwork. Oh, good instincts ist nice. Für den Fight hier gegen die. Deflect. Poison. Und nochmal Defend, um überhaupt keinen Schaden zu bekommen. Okay. 21 macht die jetzt. What the fuck? Noxious Fumes. Backflip. Noch mehr Noxious Fumes oder... Den kriege ich aber super hart ins Gesicht, ne? Kann ich nicht. Kann ich einfach so hart ins Gesicht kriegen, das geht nicht. Okay. Das macht hier zumindest irgendeinen Debuff, das ist ganz nice. Das ist mal weak. Lieblingspause. Oh, ich habe Frail und Weekend bekommen. Mhm. Discarde. Spiele Defend und das. Das sind 14. Ja, das ist gut. Also spiele ich. Weiß lohnt sich kaum. Spiele Defend. Fiverr. Machen wir den Quickslash weg. Ja, manövern für die nächste Runde und machen einen Slice. Okay. Geben wir nur einen Schaden. Gift stackt in der Zwischenzeit gut hoch. Müsste die wieder relativ viel machen, ja, da ein und gute ist. Wir haben Neutralize. So, macht das auf 15 runter.
Mal Karten ziehen. Mehr Karten ziehen. Deflect ist awesome. Gegen Damage. Ein, zwei, drei. Und 12 Damage. Tauschen unsere Hand aus. Gegen Noxious Fumes. Noch mehr Heal. Noch mehr Gift. Und nächste Runde ist sie tot. Hit your deck. Deadly Poison. 6 Poison. Kill. Boss Time. Oh, den hatten wir. Wisst ihr das noch? Der hat uns letztes Mal geschafft. Sadistic Nature. Oh mein Gott. Gott sei Dank, das ist so geil. Okay, Noxious Fumes. Eine Buff direkt. Hauptmanöver wird nicht schlecht sein für die nächste Runde. So. Und Poison ist direkt auf den übergegangen. So. Oh, der protected den. Get him, boys, macht er direkt. Ist nicht gut. Bufft sich schon sofort. Jetzt gleich ruft er schon wieder neue. Boots of Trade. Ich tausche diese Hand auf. Aus. Die ist nicht gut. Footwork ist awesome. Poison geht auf den drauf. Wieder kleine Mini-Minions. Die kriegen alle wieder gut Gift. Wir discarden ein Defend. Machen noch mehr Noxious Fumes. Machen das hier. Machen einen Backflip. Neutralisen den. Defenden und deflecten. Ja. Gift. Wir machen 5 Stack Gift auf die drauf. Ja. Wir discarden Spike. Poison auf den drauf. Einmal ein Backflip für ein bisschen Armor. Auch genau 8 Armor gegen den Shit von denen. Big Slash mal. Slice den auch noch. Und Backflip möchte ich schätze ich mal behalten. Get him, boys. Ah, der wird langsam nervig. Zum Glück habe ich einen Strike weg. So.
Die beiden sterben auf jeden Fall, das ist easy. Wir weaken den, ich brauche 27 Defense. Nicht gerade wenig, erstmal einen Backflippen. Deflect. Survivor. Spike weg. Und füge dir noch mehr Damage zu. Mehr Gift. End Turn. Bleib mal Defend. ...32 Giftstack. Okay, ich brauche keinen Defend, ich muss voll Damage machen. Wir machen Outmanöver. Die nächste Runde. Machen das auf den drauf. Slicen den. Ja, ist okay. Auch Backflip für die nächste Runde. Ja, sowieso nächste Runde tot. Retreat, one! Okay. Molten Egg. Wenn wir das auf... Nehmen müssen wir eine Attack upgraden. Okay. Poison Step. Hier Poison, 6 Damage. Quick Slash. Poison Step. Ziemlich gut. Dragon Potion ist nice. Und wir adden eine Karte. Wir discarden gar nicht so viele Karten für Eviscerate. Glass Knife. Deal 8 Damage twice. Danach reduziert sich das bei 2. Das heißt, wir machen am Anfang 16. Dann machen wir nur noch 12. Dann macht die Karte nur noch 8. Wird immer schlechter. Ich hab kaum Discard, oder? Was haben wir für Discard? Das kleine Pack. Eviscerate finde ich, glaube ich, davon noch am besten. Aber es sind eigentlich alles schlechte Karten. Nämlich keine von. Hier geht's weiter. Ey, wir sind mit mehr HP rausgekommen, als wir vorher drin waren. Im Fight. Mind Blast. Damage equal to the Dwarf Pile. Ich meine, 20 Damage für 0 Mana. Why not? Wir fangen mit Footwork. Machen Poison auf ihn drauf. Und wir sagen, wir Quickslashen ihn noch. Okay. Confusion, was ist das denn? Die Karten haben random Kosten. Aha. Okay, machen wir erstmal das. Das. Okay. Das ist ja nicht gut. Normalerweise kostet die 0. Das kostet normalerweise auch 0. Ah. Shit. Mach mir 11 Damage. Autsch. Stop it. Nicht mich hauen. Sind alle teuer geworden, die Karten. 11 Block, okay, das heißt irgendwas mit... Toll. Ich kann 8 Block, dann kann ich noch Tools of Trade machen. Okay. Hauptmanöver für 3 werde ich garantiert nicht spielen. Ey, dieses Confusion ist echt scheiße. Kann man ganz schwer gegen planen. Oh, ich bin noch vulnerable geworden. Das heißt, ich muss mehr planen.
Ist das zu teuer? Defende. Und mal, dass ich irgendwas vielleicht bekomme, was noch gut ist. Nochmal ein Defend und nochmal mehr Poison. Muss ich nur ein bisschen Schaden machen, dann war's das. Wieder Mindblast. Er ist tot. Er ist mir auf die AP gegangen. Ganz schön sogar. Oh, das war bad. Ich hätte eine Wagon Potion reinwerfen können in dem Fight. Ich werfe mal im nächsten Fight eine Wagon Potion rein. Noch eine Footwork. Nice. Dann upgegradetes Footwork. Oh. Oh, schon wieder Mindblast. Holy shit. Okay, erstmal das. Und das. Das. Ich schätze mal, ich sollte mich defenden. Ich kann aber noch eine Karte ziehen. Okay, das hat es nicht gebracht. Ich trotzdem 18 Schaden. Bitte böse enden. Ah, ich habe vergessen, eine Wagon Potion reinzuwerfen. Ich habe noch keine Footwork gezogen. Das ist bad. Das ist sehr, sehr bad. Lass uns mal Folgendes machen. Lass uns den mal... Dabei war es gut. Sind 8 Block. Heizen, okay. Au. Verdammt, ich vergesse mal die Tränke. Okay, der ist tot. Ist gut. Machen wir erstmal einen Backflip. Footwork. Backflip. Or Defend. Wir behalten unsere Hand nicht, also ruhig einen Backflip. Toll, wir haben nochmal Footwork gezogen. Okay. Schön auf den nächsten gegangen. Okay. 2 HP. 2 HP. 7 Block. Leider sehr wehtun. Das macht 16 Schaden. Autsch. Lebe aber noch. I'm still living. Weg mit der Wound. Backflip den Shit. Er ist tot. Wir wollen noch unsere Heilpotion durchticken lassen. So, der ist auch nächste Runde tot. So, nochmal 3 geheilt.
Das erste Mal, wenn wir HP verlieren, ziehen wir 3 Karten. Klingt doch nett. Verschätz. Füge 6 Schaden für jede deiner Skill-Karten in der Hand. Skill, Attack. Skill, 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 Skill. Skill, 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 Skill. Ich habe viele Skill-Karten, definitiv. Ist aber auch nicht schlecht. 6 Block diese Runde und automatisch 6 Block nächste Runde. Ja, die Defense-Variante und einfach das mit dem Gift machen lassen. Ich glaube, das ist ganz gut. Dodge and Roll. Im Dodge and Roll. Defense ist wichtiger. Wenn wir sterben, sind wir tot. Damage kann auch das Poison machen. Back of Preparation. Cool. Kriegen nochmal 2 extra Karten. Wir starten halt einfach mit 9. Nochmal 2 extra Karten, nochmal 2 extra Karten. Ich meine, why not? Jetzt zu Merchant. Wir haben so viel Gold. Mal gucken, was wir da noch bekommen. Okay. Infinite Blades Power. Gehen ein Artefakt und dann Exhaust. Artefakt negates the next Debuff. Ach so, das macht einen Debuff weg. Oh, Sneko Skull. Immer wenn du Poison drauf machst, machst du noch ein extra Poison drauf. Okay, Sneko Skull it is. Infinite Blades it is. Das ist auch nicht schlecht, Dash. 10 Block, 10 Damage. Bronze Scales. Whenever you take damage, mach 3 Damage zurück. Das ist, weil wir uns ja immer einwursteln. Ne? Das. Haben wir sonst noch? Ich überlege noch, ob wirklich, ob ich die will. 10 Block, 10 Damage. Die ist auf jeden Fall nicht verkehrt. 4 Block für 0. Ich höre gerade, Marisa ist da. Ich werde mal eben ganz kurz für euch Werbung schalten. Ich unterhalte mich ganz kurz mal mit ihr und dann sehen wir uns gleich wieder und dann überlege ich noch, was ich noch kaufen möchte. Bis gleich. So, wieder da. Liebe Leute. Die Fleck kann ich mir auch noch. Den Rest nicht, der Rest ist okay, lief. Boss Time, oh Gott, den kennen wir. Painful Steps. Gut, ist erst direkt geweakened. Schön. Deep Breath. Okay, wir machen Footwork. Noxious Fumes. Und er wird 8 Schaden machen, hm? Okay, end turn. Und wir behalten Tools of a Trade. Obwohl Backflip ist voraussichtlich besser. So. Macht 8 Schaden. Ah, sie hat sich schon 6 Schaden selber gemacht. Backflip. Neutralize. Infinite Blades. Gehen wir jetzt immer Schiffs. Leisten wir ihn mal. Pairn mal. Wir gucken, was wir kriegen. No shit. Und machen Strike.
Dann komm mal, hau mich mal viermal. Und gib dir selber genauso viel Schaden, wie du dir gibst. Da ist jetzt das Schiff gekommen. 15. Ich zweimal defenden gegen. Was habe ich denn da? Das macht er 24. Mach noch mehr Footwork. Deflect für 10. Backflip für 11. Griff für 4. Okay, jetzt ist die Frage, Deadly Poison oder Aub-Manöver? 3 Damage essen wir, das ist okay. Ich denke Aub-Manöver. Wir behalten Calculated Gamble. Guck dir mal unsere Hand an, was wir gezogen haben. Erstmal Neutralize. Dann macht er nur 15. Dann schiffen wir ihn schon mal definitiv. Wir deflecten für 10. Wir Poison stabben ihn. Wir Poison noch mehr. Wir machen Dodge and Roll. Die nächste Runde das haben. Striken ihn. Ja, wir können nochmal deflecten. Oder wir machen Deflecten. Und wir behalten Calculated Gamble. Wenn die Karten wirklich schlecht sind, dass wir das dann spielen können. War es aber eigentlich schon, dann ist er schon tot. Schiff. Nice.